den Ideen für den heutigen Tag, den Ausblick für die kommende Woche und ja, Education. Education ist es heute nicht wirklich. Wir schauen uns das Beachbook an und gucken, was wir daraus lesen können und schauen mal, was wir daraus auf Projektion für die US-Märkte, für die große, große Volkswirtschaft in Amerika daraus lesen können. Das schauen wir uns heute an. Das Beachbook wirklich sehr, sehr wichtig. Ich verstehe auch gar nicht, warum das in den Wirtschaftsnachrichten immer mit einer Relevanz 2 gekennzeichnet wird. Aber gut, dazu später etwas mehr. Erst einmal hier herzlich willkommen alle Live-Zuschauerinnen und Live-Zuschauer und gleich auch wieder der Wunsch von meiner Seite, wenn Sie eine Frage haben oder aber das ein oder andere Instrument oder den ein oder anderen Handelswert mal näher beleuchtet haben wollen, kein Problem, einfach hier bei uns im Chat auf Facebook die Frage stellen oder das Kürzel eingeben und dann schauen wir direkt einmal in die Charts hinein und gucken, was der Markt hier macht. Bevor wir hier starten, wie immer der Risikohinweis, Sie wissen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie können hier Ihr Kapital verlieren, das ist das Risiko dahinter. Alles, was wir hier besprechen, sind keine Anlageentscheidung, ist einfach meine eigene persönliche Meinung und ganz wichtig ist es natürlich auch, dass Sie sich mit den Instrumenten, mit den Finanzinstrumenten richtig auskennen. Wer da entsprechend noch Nachholbedarf hat, bitte ausbilden oder im Zweifel einen Fachberater fragen, der Ihnen da ganz genaue Auskunft geben kann und sich da auch in der Ausbildung bzw. der Information an die rechtlichen Gegebenheiten halten darf. Das hier zum Risikohinweis. Und dann schauen wir auf die Agenda für den heutigen Tag. Wir machen das wie jede Woche Freitag. Zuerst die Handelsideen an dieser Stelle. Danach schauen wir auf den Wochenausblick. Was gibt es nächste Woche an Nachrichten? Was kann die Märkte nächste Woche entsprechend auch bewegen? Diese Woche gab es ja auch einige Nachrichten, die die Märkte bewegt haben. Und dann schauen wir auf die großen Indizes. Wir analysieren, was hier gerade an den Märkten passiert. Und im Bereich Know-how, wie schon gesagt, da schauen wir heute mal in das Beachbook an der Stelle auch definitiv mit hinein. Also das zur heutigen Agenda. Und damit starten wir mit den Tagesnachrichten. Ich schalte hier gleich mal auf den Monitor um. Sie sehen es jetzt, die wichtigsten Nachrichten, die heute kommen, sind wie immer mit der Relevanz 3 markiert. Hier um 14.30 Uhr das Bruttoinlandsprodukt von den USA. Um 16 Uhr spricht der EZB-Präsident Draghi. Was bekommen wir hier heute noch? Um 8 Uhr gab es den Konsumklimaindex hier in Deutschland. Ich sehe gerade, da fehlt entsprechend noch das aktuelle Bild. Da schauen wir einfach gleich mal live hier nach. Schauen wir mal auf die Website von Investing hier an dieser Stelle. Kleinen Augenblick, ich ziehe das mal kurz runter und wir schauen einfach mal kurz nach, was der IFO-Geschäftsklima, nein, was hatten wir gehabt? Wir hatten gehabt, ich muss nochmal nachschauen, der GfK-Konsumklimaindex, den gab es ja. Schauen wir mal in die Nachrichten rein, auf den Wirtschaftskalender für den heutigen Tag. Und da brauchen wir hier noch im Filter die Relevanz 2 mit eingestellt und schauen wir mal, was hier kommt. Und da sehen wir um 8 Uhr hier in Deutschland eine 10,6. Ne? Das war eine Prognose von 10,5. Das Konsumklima ist also weiterhin freundlich wie im Vormonat auch unterwegs. Es war ja ein leichter Rückgang gewesen. Also es gibt da keine Veränderung von der Seite her. Hier kein wirkliches Störfeuer für die Märkte. Was kommt heute noch? Wir bekommen aus den USA das Thema Konsumentenerwartungen hier um 16 Uhr und auch das Verbrauchervertrauen ebenfalls um 16 Uhr. Und wie jede Woche Freitag gibt es dann am Abend, da haben wir hier bei uns in Deutschland längst Handelsschluss, viele sind dann schon längst im Wochenende um 21.30 Uhr deutscher Zeit, gibt es die Informationen für den COT-Report. Das heißt hier entsprechend die spekulativen Positionen, die Nettopositionen im Öl, im Gold, im S&P, in den Währungen. Also all das gibt es heute für diejenigen, die sich für den COT-Report interessieren, um 21.30 Uhr. Das zur heutigen Nachrichtenvorschau. Und dann schauen wir mal in die wichtigen Charts oder in die interessanten Charts. Die Charts sind ja alle wichtig, nur manchmal gibt es gute Situationen, manchmal sollte man einfach ein bisschen zurückbleiben. Heute habe ich für Sie hier den australischen Aktienindex ASX 200, dann den Euro schwedische Krone und US-Dollar schwedische Krone. Schwedische Krone hat mir gestern in der großen, Durchsicht gut gefallen. Da gab es Chancen, die gucken wir uns hier heute mal an. Deswegen habe ich das auch in beiden Währungspaaren da, weil es da Situationen gibt, wo in beiden Sachen die Chancen drinstehen, sowohl im Euro als auch im US-Dollar. Das gucken wir uns gleich an dieser Stelle.
definitiv auch genauer mit an. Das heißt, hier hole ich gleich mal den MetaTrader noch mit rüber. So, hier ist er mit dem Stereo-Trader oben auf. Und da kommen wir hier, ja, hier ist momentan der DAX. Den gucken wir uns gleich an. Da kommen wir später drauf zu sprechen sozusagen. Wir schauen mal zuerst in, ja, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem australischen Aktienindex an. Das Kürzel hier ist AUS 200. Hier sehen wir ihn. Ich brauche allerdings jetzt an erster Stelle noch nicht den Tageschart, sondern ich gehe jetzt mit Ihnen erst einmal hier in den Wochenchart hinein. Interessant, in dem Wochenchart ist der Situation geschuldet. Hier unten gibt es diesen Supportbereich um die 5.650 Punkte. Na, das ist ein Wert hier unten, der hat schon sehr, sehr häufig für Support gehalten, hat hier auch den Boden bereitet für diesen schönen starken Aufstieg von dem Bereich um die 5.650 Punkte bis hier hoch auf knapp 6.400 Punkte. Das war ein schöner Schub, der hier als Boden vorbereitet wurde. Deswegen haben wir hier in dieser Woche auch den starken Rückschub gesehen und der hat hier unten angehalten. Deswegen, das sehen wir, es ist schon ein Bereich, der hat eine gewisse Relevanz. Und dann ist der Markt direkt auch wieder reingelaufen hier in diesen Supportbereich um dieses, sag ich mal, Korrekturtief, was wir hier gehabt haben. Wenn wir das mal schön entsprechend als großen Trend hier mal nach oben zeichnen, wo wir hier die Korrektur und Bewegungen sehen können. Ich mache das gleich mal noch in einer anderen Form hier. So, na, das ist noch ein bisschen dünn, sehen Sie wahrscheinlich schlecht an den Monitoren, machen wir noch ein bisschen dicker das Ganze. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle sehr schön laufen, den Aufwärtstrend oder hier an dieser Stelle zeichne ich Ihnen den einfach mal ein. Wir hatten das Ganze hier im Markt laufen und jetzt haben wir zwar gesehen, dass der Markt unter entsprechend dieses Level hier gefallen ist, also unter dieses Korrekturtief-Level hier drunter, hier unten hatten wir das, da ist er drunter gestochen. Das passiert immer mal wieder, jetzt kommt es halt einfach nur drauf an, was macht der Markt daraus, ja, und das ist das, was wir hier lesen können, was die Situation momentan aktuell so interessant macht. Wir haben hier in diesem Bereich das Korrekturtief um die Marke von, jetzt muss ich mal ganz kurz das Ganze hier rüberschieben ein Stückchen, sonst sehen wir es nicht, von knapp 5.700 Punkten. Das ist der Bereich, wo wir gerade wieder drin sind. Das heißt, der Support hier, der dickgrün eingezeichnete Support bei 5.650 hat gehalten. Jetzt stehen wir hier in diesem Bereich von knapp 5.700 Punkten und da wird es interessant, was passiert. Geht der Markt hier wieder dynamisch nach oben, haben wir für das kurzfristige Trading, das ist wirklich das sehr kurzfristige Trading, dann hier oben in diesem Bereich entsprechend die knapp 5.750 bis 5.800 Punkte Marke liegen. Hier hatten wir unten so den Bereich, wo ich dieses Strichel hier gezogen habe. Das war der Bereich, wo sich hier dieser Schub nach unten fortgesetzt hat. Das ist so ein Bereich, wo der Markt hinlaufen könnte. Wir haben hier diesen Drehbereich. Ich kann das Ganze mal noch etwas breiter machen. Hier oben so in diesem Bereich, um dieses Wochentief hier, was wir hier gehabt haben, bis hier oben hin. Also das heißt, das sind die 5.700 bis 5.800 Punkte Marke hier. Das war auch so ein Bereich, wo der Markt hier so ein bisschen rumgetingelt ist. Und dann kam dieser Schub nach oben. Also hier haben wir wirklich diesen Schwankungsbereich, wo wir dann wieder ranlaufen könnten, wenn der Markt hier oben reingeht. Und das gibt für das kurzfristige Trading doch durchaus interessante Aspekte. Sollte es dann wieder eine allgemeine Marktberuhigung geben und die Märkte allgemein wiederum drehen, dann besteht mittelfristig sogar auch das Potenzial, die höheren Werte wieder anzulaufen. Auf der unteren Seite für den Fall, dass das weiter nach unten geht und wir jetzt nur eine kurze Erholung sozusagen sehen, da haben wir hier unter dieser 5.650 die Anlaufpunkte hier an diesem Punkt, wo der Markt etwas höher dann gelaufen ist, also den Schub hier nach oben fortgesetzt hat. Das wäre dieser Bereich hier oben um den Ausbruch bei um die 5.580 bis 5.600 Punkte. Und dann haben wir hier unten noch einen nächsten Support bei ungefähr 5.500 Punkten. Das mal mit Blick zur Unterseite. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben noch hier im Tageschart auch an. Und im Tageschart, da sehen wir hier ganz klar den laufenden Abwärtstrend. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen. Aber das ist halt der interessante Punkt. Wir sehen hier von unten immer dieses Gummiband wieder hochschnäpsen. Und das könnte doch durchaus für den einen oder anderen kurzfristigen Trader interessant sein, zu sagen, wenn der hier hochschnipst, dann kann man das Ganze anpacken und den Markt hier wirklich ein Stück weit nach oben, traden. Das heißt, wir haben jetzt hier an dieser Stelle erst einmal das Tageshoch um die Marke von 5.745 Punkten und dann haben wir hier dieses Level, das mache ich mal ganz kurz etwas größer für Sie, dass Sie das besser vielleicht sehen können, hier dieses Level in diesem Bereich, hier, da war der Ausbruch, hier,
gab es dann neue Tiefs. Das ist dann ein Anlaufpunkt, wo dieses Tageshoch hier liegt. Das ist interessant. Wird das überschritten, dann könnte es durchaus auch auf Tagesbasis wieder mal noch ein Stückchen hochgehen. Hier etwas Korrektur sozusagen zum Traden. Das bleibt wirklich sehr, sehr interessant. Mal schauen, was der Markt uns hier gibt, was der Markt uns an Korrekturmustern auch gibt. Wie schon gesagt, hier gibt es kurz- und mittelfristig interessante Ansatzpunkte. Wenn man sich beispielsweise mal auch diese Korrektur hier anguckt, dieser schöne Bogen, das war eine schöne, gebogene, flache Korrektur, die dann zu diesem Schub nach unten getradet hat. Deswegen gucken wir uns jetzt den Index an, legen uns den auf die Watchlist und können dann einfach schauen, was der Markt aus dieser Situation jetzt hier macht. Also hier können wir ganz entspannt uns ja zurücklehnen und den Markt erst einmal kommen lassen. Wie schon gesagt, im kurzfristigen Bereich, wenn wir uns das in der Stunde mal anschauen, da wäre es halt wichtig, dass wir hier einen Aufwärtstrend finden. Momentan sind wir einfach nur in der Korrektur des Abwärtstrends. Hier oben müssen wir sozusagen drüber. Hier oben, wo wir im Stundenchart drüber müssen, wäre hier die Marke von 5.739 Punkten. Wenn wir da drüber sind, ist dieser Abwärtstrend hier erst einmal erledigt und damit können wir dann etwas möglicherweise weiter nach oben gehen und dann eine Korrekturbewegung anfangen. Das wäre dann die Bestätigung sozusagen, dass der Tag auch ein Stück weit höher läuft und wir dann eventuell nach oben etwas traden können. Ansonsten der übergeordnete Schub ist natürlich weiterhin abwärts gerichtet. Schauen wir uns dann als nächstes die Währungen an. Ich hatte gesagt Euro, SEK, also hier die schwedische Krone im Euro und das Ganze dann noch im US-Dollar-Bereich. Hier haben wir es im Tageschart mal mit Blick hinein. Was hier interessant ist, ist wirklich die Sache, wir haben hier diesen starken Schub nach unten. Der hat angehalten um die Marke von 10,28607, also irgendwo in dem Bereich 10,28,6. Hier ist der Boden erst einmal gefunden, ein Support. Der hat hier gehalten, der hat hier wieder gehalten. Hier lief der Markt hoch. Wir haben am gestrigen Tag hier sehr schön einen Spike oben reingesehen, der hatte seinen Hoch bei 10,42,127, ist über den Wert von 50% Korrekturlevel gelaufen, also hier oben, und hat dann erstmal wieder rumgedreht. Das war doch ein interessantes Zeichen. Hier haben wir auch gesehen, der Markt hat die Schwäche nach unten mit genutzt, ist schon mal wieder hier unten in dieses Tagestief vom Vortag, vom Mittwoch reingelaufen, um die 10,31,647. Es wird jetzt sehr, sehr interessant, was hier passiert. Zwei Sachen können passieren. Nummer eins, diese Korrektur, die sich hier abgebildet hat, die kann jetzt einfach noch ein Stück weit nach oben schieben. Das heißt, eine tiefere Korrektur uns anzeigen. Da haben wir auch Fibonacci-Retracement und ähnliches, was wir da abholen können. Auf alle Fälle hier der Weg schön nach oben zu sehen, wenn der Markt tatsächlich rumdreht. Also die Korrektur mit rumdrehen meine ich hier, dieser Abprall, der gelingt und dann schiebt es den Markt hier etwas nach oben. Das wäre dann interessant, wenn der Markt hier deutlich weiter nach oben läuft. Im mittelfristigen Bereich, wenn es hier weiter hohen Aufwärtsschub gibt, dann könnten wir natürlich, wenn wir über diese Marke hier drüber laufen, einen Aufwärtstrend bilden, weil wir hätten dann hier die Situation, dass wir keine tieferen Tiefs haben, aber dann ein höheres Hoch. Das wäre dann mal mittelfristig für den Bereich hier oben reinzusehen. Dann wäre das eine Umkehr sozusagen, die wir jetzt hier unten sehen und die bringt dann schon das Potenzial mit sich, dass man weiter nach oben laufen kann. Können. Aber wir wissen ja, in Währungen, der Markt tickt etwas anders. Das kann auch ganz schnell wieder andersrum gehen. Das heißt, mit kurzfristigem Blick schauen wir jetzt einfach mal den Chart hier an. Wie schon gesagt, nach unten, das Tagestief von Mittwoch hat erst einmal gehalten. Da gab es den Abprall. Da sehen Sie auch, wie schön solche Abprallstrategien funktionieren können. Bricht die Marke dann im Tagesverlauf doch weg, dann haben wir hier unten den nächsten Tief um die Marke von 10,30,226, bevor wir dann hier die 10,28,607 wieder anlaufen können. Da wäre es dann natürlich interessant, wo wir hier oben rumdrehen, wie wir rumdrehen. Drin. Das gucken wir uns mal im Stundenchart an, weil wir sehen im Stundenchart einen Markt, der hier nach oben läuft. Der Aufwärtstrend hier, durch die Spikes auf alle Fälle, hier hat man das Tief im Aufwärtstrend. Das heißt hier, diese Marke hier unten, das war das Tief in diesem Schub, den wir hier nach oben hatten. Der kam noch etwas weiter vor. Auf alle Fälle hier sind wir unter dieses Tief drunter gelaufen. Damit ist erst einmal dieser Trend beendet worden. Jetzt hat der Markt hier stark nach unten gespiked, auch ist dann direkt wieder abgeprallt. Und jetzt kommt es hier wirklich drauf an, läuft der Markt einfach wieder hoch. Also einfach wieder hier oben drüber. Wäre das dann hier ein Fehlausbruch nach unten gewesen, also ein Fehltrendbruch und dann könnte sich die Dynamik weiter nach oben entwickeln. Aber, und das ist jetzt das Interessante, wenn wir hier tatsächlich hochlaufen und dann hier oben wieder Umkehrsynamik sehen, das heißt, dass wir ein Bild sehen, beispielsweise, wo der Markt hier hochläuft,
und dann in irgendeiner Form wieder abprallt, also wieder rumdreht und dann möglicherweise entweder direkt durchläuft, das sehen wir dann auch, da können wir in den Kleinstzeiteinheiten dann auch traden, in den 5 Minuten beispielsweise, oder der Markt tut einfach so, dass er noch ein Stück korrigiert und dann wieder einen Abwärtstrend bildet. Das wären dann tatsächlich Indikationen, die wir hier nehmen könnten, um aus der Stunde heraus zu sehen, läuft denn der Tag jetzt weiter hoch oder weiter nach unten, und wenn er oben wieder rumdreht, das wäre dann die Situation, dass der Markt uns anzeigt hier, wir wollen doch nicht nach oben, der Druck wird zu groß, der Markt fällt wieder nach unten ab. Das wäre dann die Indikation, dass wir hier eher fallende als steigende Kurse sehen werden. So, jetzt lösche ich das gleich mal wieder sauber aus dem Chart raus, dass der Chart hier sauber ist. Aber das sind mal die wichtigen Marken sozusagen, die wir hier in diesem Zusammenhang auch bringen. Ich muss mal kurz zum Wasserglas greifen. Also diese Sachen haben wir hier definitiv da und definitiv auch auf der Uhr. Und damit schauen wir noch ins zweite Währungspaar rein. Und zwar US-Dollar, schwedische Krone haben wir hier. Gucken wir auch wieder erst einmal im Tageschart an. Das Chartbild sieht hier ein bisschen anders aus als das, was wir im Euro haben. Hier haben wir übergeordnet noch sehr schön entsprechend diesen großen Aufwärtstrend liegen. Den können wir auch sehen, wenn wir in die Woche gucken. Das sind so die letzten, also das, was ich hier eingezeichnet habe, sind mal die Schübe hier mit Bewegungen und Korrekturen im Tageschart. Der Markt hat jetzt einfach ganz tief korrigiert hier unten auf das Level von 875,308. Das sehen wir sehr schön auch hier im Tageschart. Das war das Tief. Danach kam dieser massive Anstieg hier nach oben. Der Widerstandsbereich hier um die knapp 915. Der ist jetzt hier wieder ein Widerstandsbereich, wo der Markt hier oben rumgedreht ist. Und hier kommt es jetzt drauf an, was wir machen. Hier oben. Jetzt steht es hier auf Messerschneide, will ich fast sagen, an dieser Stelle. Geht es nach oben, dann haben wir gleich jetzt direkt die Chance, hier in das Tageshoch reinzulaufen, bei ungefähr 9,18574. Und dann den Weg hier nach oben freizumachen auf die 9,24223. Das wäre der Weg, wenn wir direkt nach oben gehen. Kommt es hier nochmal zu einem Abprall von diesem Level, dann wäre hier etwas Korrektur ersichtlich, dann hätten wir als Anlaufpunkte definitiv erst einmal hier unten die Marke von, was haben wir hier, 908202, also das Tief sozusagen von dieser Tageskerze gestern hier, das Low, warte, hier, ich habe es direkt, das Low, so, da unten haben wir es stehen, das Low war bei 9,08400, das war das Low, was wir hier gesehen haben, und das ist hier mal als unterster Anlaufpunkt zu sehen, heute hat das gehalten, bis jetzt, ja, schiebt der Markt schön nach oben, und das ist halt interessant, läuft der Markt hoch, dann haben wir das da nach unten hin, wir gucken uns das Ganze gleich mal auch noch im Stundenchart an, gibt es dann tiefer gerichtet natürlich noch ein paar Tiefs, hier haben wir einmal das Trendtief hier, wenn wir das als Trend hier auch sehen, wo der Markt nach oben gelaufen ist, bei 894,874 und dann hier unten, ganz weit unten noch die Marke von 888,11, was hier dieses Tief im blau eingezeichneten Trend dann entsprechend ist. Also bleibt hier sehr, sehr interessant in dieser Währung, und das gucken wir uns jetzt auch nochmal im Stundenchart an. Der Stundenchart ist hier an dieser Stelle hier in einem Entscheidungsbereich. Hier gab es wieder so diesen Spike nach oben. Hier unten dieses Level, was ich eingezeichnet habe, um dieses Tief hier, ich ziehe das mal noch kurz hier unten ran. Das ist interessant, wenn wir jetzt hier wieder eine neue Aufwärtstrendbildung sehen, dann wäre das wirklich das Zeichen, dass der Markt hier wieder nach oben will. Das könnte man dann im kurzfristigen Trading einfach nutzen, oder aber hier, wenn der Markt ganz Stückchen zurückkommt und dann wieder rumdreht nach oben, das wäre dann auch ein Kennzeichen dafür. Also das Bild würde dann sozusagen so ausschauen, dass wir jetzt hier schön die Bewegung nach oben haben, und entweder er läuft jetzt direkt oben durch, hier auch über dieses Spike hoch drüber, oder er macht auch wieder hier etwas Korrektur und schiebt dann nach oben. Und wenn das dann kommt, das kann man dann natürlich sehr, sehr schön aus den kleineren Zeiteinheiten heraus traden und das Ganze nach oben schieben, oder man wartet das Ganze einfach wirklich ab, bis er die Stunde hier oben rüberschiebt, und dann kann man das Ganze aus der Stunde in den Tag hinein traden. Wenn wir uns mal diesen Markt hier auch anschauen, wir hatten schon sehr, sehr häufig diese starken, starken Schübe nach oben, und mich würde das überhaupt nicht wundern, wenn der Markt genau das, was er hier in der Vergangenheit gemacht hat, hier an dieser Stelle entsprechend auch wieder wiederholt sozusagen, hier eine kurze Korrektur gemacht hat und jetzt einfach stark bleibt, um nach oben zu laufen. Aber wir können dem Markt natürlich auch die Korrektur einräumen, solange wie er hier nicht extrem nach unten läuft. Also wenn wir hier drunter laufen würden, das wäre natürlich schlecht für diesen Aufwärtsschub, dann würde sich entsprechend ein untergeordneter Abwärtstrend dann erstmal bilden, und der hätte dann wieder das Potenzial, hier unten auf das Tief zu laufen. Das heißt, das war alles das, was wir hier runter sehen, das sind dann mittelfristige Annahmen. Ich vermute mal, das wird nicht heute passieren, wissen tue ich es nicht, aber ich vermute mal, der Weg bis hier runter ist einfach viel, viel, viel zu weit. Das wäre dann einfach zu viel. Im kurzfristigen Bereich würde man dann hier oben sehen, den Abprall von dieser Linie, und das könnte man dann
sehr schön im Bereich beispielsweise auch der 5 Minuten mit traden. Wenn wir uns das mal anschauen, hier sehen Sie, wir sind hier oben rangelaufen und haben dann sozusagen den Schwung nach unten gemacht. Das kann man dann als Trading-Idee sozusagen auch mitnehmen, um von diesem Umkehrmustern, Umkehrsituationen hier oben drauf entsprechend auch zu profitieren. Ja, im ganz kurzfristigen Bereich, wer das Ganze tradet, der guckt sich dann natürlich auch den Minutenchart an. Da sehen wir solche Sachen als Abprall natürlich auch noch in anderer Art und Weise. Aber nichtsdestotrotz, wir können hier die untergeordneten Zeiteinheiten entsprechend sehr schön nutzen, um die Trades entsprechend auch zu identifizieren. Also das mal zu den Chartmustern von heute. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal direkt in den nächsten Punkt hier in unserer Agenda, nämlich wir sprechen mal über die Termine für die kommende Woche hier. Für Sie die wichtigsten Termine wieder aus der Eurozone und dem amerikanischen US-Bereich für Sie aufbereitet. Das heißt, wir starten hier am Dienstag. Da gibt es um 10.55 Uhr das Thema Arbeitslosigkeit in Deutschland. Da schauen wir mal, wie sich das Ganze hier verändert hat. Um 16 Uhr gibt es dann das Conference Board, das Verbrauchervertrauen für den Monat Oktober in den USA. Am Mittwoch geht es dann weiter hier mit dem Verbraucherpreisindex um 12 Uhr in Deutschland bzw. Europa. Dann gibt es um 14.15 Uhr den ATP-Beschäftigungsindex bzw. die Beschäftigungsänderungen in den USA. Und es ist Mittwoch und da gibt es um 16.30 Uhr wieder Einblick in die Veränderung der Rohöl-Lagerbestände. Am Donnerstag dann, am 1. November, da ist in den alten Bundesländern Feiertag. Da gibt es aus den USA Nachrichten und zwar gibt es da den ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Und am Freitag gibt es dann hier aus Deutschland den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe und am Nachmittag den Beschäftigungsindex bzw. die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenquote aus den USA. Das mal die Planung sozusagen für die kommende Woche und damit schauen wir als nächstes mal in den nächsten Punkt. Und zwar haben wir hier dann das Thema, das wir haben auf alle Fälle, wie geht es in den großen Indizes weiter? Und da gucken wir hier direkt einmal wieder in die Charts hinein. Wir haben ja gesehen, weite Abschläge auch in dieser Woche wieder. Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal an, was die Märkte hier entsprechend machen. Das heißt, wir fangen mal mit den großen Indizes auch an. Wer Interesse auf einen speziellen Wert hat, bitte auch direkt hier im Chat mit posten. Da kann ich denn auf den ein oder anderen Wert auch definitiv mit eingehen. Schauen wir mal hier, was wir hier haben. Wir fangen mal an mit dem DAX an dieser Stelle, also hier dem deutschen Leitindex, den wir haben. Das mache ich auch gleich mal groß hier. So, zoom das mal etwas zusammen, damit ich mal die wichtigsten Felder hier rausnehmen kann. Das brauchen wir nämlich alles nicht mehr. So, was haben wir hier? Wir haben jetzt hier schön, sehr, sehr schön zu sehen, den entsprechenden Tageschart im DAX. Ich mache mal, guck mal, dass ich noch die runden Marken hier rausbekomme aus dem Chart. Na, das will er mir jetzt nicht machen. Gut, dann bleiben sie einfach drinnen. Also hier, das brauchen wir nicht zum Traden. Das ist jetzt nicht ganz so relevant. Was sehen wir hier? Wir sehen hier definitiv, wenn wir uns das Bild mal anschauen, wenn wir einen Schritt auch zurückgehen, dann sehen wir hier einfach einen Abwärtstrend. Hier, wie wir das sehen, diese blauen Linien sind mal der Abwärtstrend an dieser Stelle, den ich hier für Sie eingezeichnet habe. Der hat sich hier entsprechend von diesem Tief nochmal nach oben bewegt hier in diesen Bereich rein, in die Nackenlinie, die aus dem Bruch der Nackenlinie von der großen Schulterkopf-Schulterformation gekommen ist. Und dann hat er sich jetzt einfach, sag ich mal so, weit in seine Bewegung hineinbegeben und hat jetzt hier unten im Bereich der Marke von 11.400 und um die 30 Punkte so ein bisschen, naja, eine Marke gefunden, wo er nicht so richtig runter will. Und hier sehen wir jetzt gestern auch wieder hohe Schwankungsbreiten. Sie sehen, wie weit der Markt hochgelaufen ist. Dann kam er aber wieder direkt zurück. Das ist so ein bisschen ein kleines Schwächezeichen. Aber nach solchen Tagen ist ein bisschen Korrektur auch relativ normal. Auch alles okay. Das hat jetzt am Gesamtbild aus meinen Augen noch überhaupt nichts geändert. Der Markt ist weiterhin deutlich abwärts gerichtet. Wenn wir hier mittlerweile positive Tendenzen nach oben bekommen, ist das erste Mal nur die Korrektur. Das kann man natürlich sehr, sehr schön für kurzfristiges Trading nutzen, wenn hier unten so ein Umkehr kommt. Wir haben das hier auch gesehen, hier drei Tage lang, wo nur ein bisschen Test kam, seitwärts, da gab es mal einen Tag mit einem Schub nach oben und danach ging es wieder deutlich weiter nach unten. Sowas kann sich hier jetzt selbstverständlich auch immer wieder mit entwickeln. Auf alle Fälle hier Abwärtstrend, was an Potenzial nach unten
noch mit da ist. Das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gezeigt. Daran hat sich auch überhaupt nichts geändert. Wir haben hier so dieses Ausbruchslevel, wo der Markt hier, wann war das gewesen? Im Jahr 2017, Anfang 2017, wo wir hier oben mit drüber gelaufen sind. Das ist mal die Marke hier um die knapp 11.400, 11.360, 11.400 Punkte. Wenn wir da drunter brechen sozusagen, wenn das deutlich unterschritten wird und der Markt hier weiter unten bleibt, ne? Wir sind ja da schon drunter gelaufen, wir stehen gerade bei 11.210, das war diese Marke entsprechend, dann ist der Weg nach unten hin hier im Wochenchart und der untere Weg hat hier aktuell, wir sehen es im Chart hier, diesen Bereich hier drüben aus dem Jahr auch 2016 ist das hier, nicht 2017, das hier kam der Bruch oben raus, hier der Schub auch, das wäre jetzt mal das Anlauflevel, also ungefähr über den Daumen 10.800 Punkte, die jetzt hier im Rahmen stehen, wenn sich dieser Markt hier ganz normal nach unten auch fortsetzt. Das wäre mal das, was wir aus der Chart-Lesweise, aus der technischen Geschichte jetzt hier etwas rausnehmen können, um das Ganze hier zu betrachten. Also Sie sehen die Woche doch deutlich auch wieder mit im Abwärtstrend dabei. Das ist ja auch ganz normal. Wer das Ganze jetzt hier kurzfristig traden möchte, der hatte immer wieder die Möglichkeit, das zu tun. So gestern Morgen auch. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch mal noch zeigen, wenn wir uns mal den Tageschart hier anschauen. Schauen Sie, das hier war der gestrige Tag. Ich blende das mal ganz kurz ein. Hier war der 25. kleinen Augenblick. So, hier ging der 25. los und hier war der 25. zu Ende. Kleinen Augenblick, 19, 20, 21, 22. So, hier hat man Handelsende. Und wir haben hier gestern Morgen schön gesehen, dass der Markt hier hoch will. Hier hat sich eine Aufwärtsbewegung ergeben. Jetzt muss ich mal diese Marke kurz ein Stückchen rüberziehen. Hier hat sich Aufwärtsschub ergeben. Sehen Sie das? Ich zeichne das mal ganz kurz ein, dass man das mal sehen kann. Für das kurzfristige Trading ist sowas wirklich interessant zu sehen. Und zwar hier Bewegung. Wir hatten hier eine Korrektur. Dann hatten wir hier ein höheres Hoch. Da hat sich das Ganze schon angedeutet, dass der Markt rumdrehen will. Kurzfristige Korrektur. Und das kann man dann wirklich nutzen, indem man von unten raustretet. Und hier gab es dann tatsächlich die Situation, dass der Markt hier oben gestern Morgen wirklich schön drüber gelaufen ist. Da haben wir gesehen, der Stundentrend setzt sich schön nach oben fort. Und das konnte man sehr, sehr schön in den kleinen Zeiteinheiten auch erkennen und das Ganze damit drehen. Das heißt, diese Umkehrsituationen, die sehen wir sehr schön auch in den kleinen Zeiteinheiten. Hier schauen Sie mal, hier hat sich der 5-Minuten-Trend gebildet und schob dann oben drüber. Und das konnte man gestern Morgen hier als Umkehrsituation ganz gut nutzen, um nach einer weiten, tiefen Bewegung, man muss da immer auf die Verortung schauen, aber wenn ein Trend weit in seiner Bewegung steht, dann kann man sowas relativ gut nutzen, einfach um eine Umkehr zu erkennen. Und das konnte man hier sehen und die Umkehr entsprechend auch im eigenen Portfolio über so eine Art und Weise auch mit abbilden. Das gleiche Bild oder ein ähnliches Bild kann sich jetzt hier auch entsprechend ergeben, zumindest im ganz kurzfristigen Bereich, wobei wir jetzt halt ja nicht mehr hier unten stehen. Das heißt, wir haben nicht so eine extreme Überdehnung hier, aber hier haben wir auch die Situation, wenn wir uns das mal anschauen, mal ganz kurz hier im Stundenchart für das heutige Bild. Wir haben hier die Situation, dass der Markt jetzt hier hochgelaufen ist und wir stehen aber nicht so weit in der Bewegung. Und das ist so der Unterschied zwischen dem hier unten und dem hier oben. Aber was wir hier sehen, ist, dass der Markt, jetzt muss ich das mal ganz kurz etwas größer machen, dass wir hier näher reinzoomen können. Das hier, was wir hier sehen, ist das, was wir gerade in den 5 Minuten gesehen haben. Das war also dieser Schub nochmal nach oben, diese Bewegung nach unten, wo die 5 Minuten jetzt hier oben über dieses Level oben drüber lang gelaufen sind. Und das ist halt der Punkt, wo man sagt, wenn der Markt jetzt hier rumdreht, dann wäre das eventuell eine Chance, dass wir hochlaufen. Aber wie schon gesagt, das Thema Verortung ist eine ganz andere heute, wie das, was wir hier hatten. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Situationen. Das sind zwar ähnliche Setups, aber die Grundsituation ist eine ganz, ganz andere. Das heißt, übergeordnet haben wir hier immer noch den Abwärtstrend. Der läuft hier auch, dieser Abwärtstrend, ne? Und der Unterschied war halt hier gewesen, hier haben wir in einer weiten Bewegung im Abwärtstrend gestanden. Der hat jetzt korrigiert. Jetzt stehen wir mittendrin in einer Bewegung. Ja, die ist nicht weit, hier unten, da fängt die weite Bewegung an, wenn wir hier unten drunter gehen. Das heißt, wir stehen jetzt hier einfach nur irgendwo mittendrin, da kann man nicht so genau sagen, okay, jetzt ist hier was Überdehntes gewesen, das ist eine spezielle Situation, jetzt könnte das Gummiband wieder zusammenschnipsen. Nein, das ist hier die Situation, wo wir wirklich mittendrin stehen und hier muss man einfach dann wirklich genau hinstehen. Nimmt der Markt an dieser Stelle denn wieder stärker auf, also an Fahrt auf, das wäre dann gegeben, wenn wir schön hier nach oben dann wieder laufen würden. Das wäre dann auch eine Möglichkeit, dass sich untergeordnet ein Aufwärtstrend hier bilden könnte im kurzfristigen Trading-Bereich. Das kann ich Ihnen auch mal ganz kurz noch mit rübernehmen. Das heißt, wir schauen einfach mal, das ist dann sozusagen das Bild, was sich hier bietet in dem Moment. Das heißt, wenn wir hier jetzt
ein höheres Hoch bekommen. Dann hatten wir hier den Schub sozusagen von ganz nach unten. Das heißt, das Bild wird jetzt hier entsprechend auch etwas größer. Und wenn wir dann einen Markt finden, der nach oben tendiert und hier wirklich oben drüber läuft, und da sehen Sie mal, über welche weiten Wege wir jetzt schon sprechen, und wir tatsächlich es schaffen, da oben drüber zu laufen, also hier über diese Marke, die wir hier haben, dann wäre das ein Umkehrzeichen. Das wäre dann die Situation, dass wir wirklich kurzfristig mal ein Stückchen deutlich weiter nach oben laufen könnten und vielleicht auch mal ein paar Tage Gegenbewegung gegen diesen starken Abwärtsschub sehen können. Das sind dann allerdings andere Zeiträume, andere Planungszeiträume. Das wäre dann was für nebenberufliche Trader, die hier ein bisschen Korrekturhandel betreiben wollen. Das ist natürlich auch immer möglich und hier muss man einfach nur die zeitliche Relevanz und die zeitlichen Situationen entsprechend auch im Chart mit einbinden. So, dann gehen wir mal in den US-Markt rein, wieder auch in den Tageschart, klicke ich gleich mal rum, und wir fangen mal an mit dem Dow Jones, beziehungsweise dann direkt auch gleich dahinter den S&P 500 an dieser Stelle, hier wieder auch gesehen im Tageschart zumindest erst einmal. Wir schalten gleich nochmal in den Wochenchart um. Wir sehen jetzt hier im Tageschart selbstverständlich wieder schön einen Abwärtstrend. Der ist momentan intakt, da gibt es überhaupt keine Zweifel. Er steht in einer weiten Bewegung. Warten Sie, ich muss die Marke hier auch mal raus. Er steht mittlerweile auch in einer weiten Bewegung. Sie sehen es auch gestern, der Markt zuckelt hier so ein bisschen hin und her, aber richtig von der Stelle sind wir nicht gekommen. Ausbruchlevel hier unten, diese Marke von diesem Bereich um... Ich mache es gleich mal in den Chart hier rein. Hier haben wir diesen Bereich von ungefähr 25.050 bis hier unten haben wir die 25.000 Punkte Marke. Also hier zwischen 25 und 25.100. Das ist diese Marke mal, die hier jetzt als Widerstand entsprechend auch gilt. Und da sehen wir, da ist der Markt hier auch mit reingelaufen. Das heißt hier der Spike schön nach oben gestern und dann auch wieder gleich dieser Rücksetzer hier. Der ganze Tag in den USA ist gestern nach oben gelaufen und danach gab es diesen starken Rücksetzer. Jetzt stehen wir hier quasi auch unter dem Schlusskurs hier, den wir gestern gehabt haben. Und das ist hier die Marke, wo wir sehen, naja, wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen auch abwarten. Der Markt hat hier noch das Potenzial, wenn wir uns das Größere mal anschauen. Das, was ich hier im Großen eingezeichnet habe, das ist ja sozusagen hier der große Trend, den wir hier sehen. Das war dann sozusagen hier die Bewegung, die wir hier nach oben gesehen haben. Dieser Bewegungstrend ist definitiv auch gebrochen. Hier ist noch deutlich Luft nach unten. Wenn wir uns das mal anschauen, hier unten diese Marke um dieses Korrekturtief, das wir hier haben, das Licht oder die Marke, der Bereich, der Licht ja hier um den Wert von ca. 23.980 Punkten, also die 24.000 Punkte Marke, ist da schon interessant. Das heißt, wir sehen das hier auch. Der Markt kann ohne weiteres hier noch ein ganzes Stückchen nach unten korrigieren, ohne jetzt Probleme zu machen, dass wir diesen großen Trend hier, diesen Schub entsprechend brechen. Das ist ja mal ein wichtiger Bereich. Da ist noch Potenzial nach unten da. Von der Seite her ist der Markt weiter abwärts gerichtet. Abwärtspotenzial ist auch noch da und es wird sich halt irgendwann entscheiden, ob der Markt jetzt nach dieser starken Korrektur wieder rumdreht und wir hier nach oben laufen. Die Wirtschaft gibt Indikationen dazu, dass das tatsächlich auch passieren kann oder ob wir wirklich einen Bärenmarkt hier bekommen. Diese Entscheidung steht an dieser Stelle in den USA definitiv auch noch aus. Gehen wir mal in den S&P 500 hinein. Da gibt es ein ähnliches Bild, wie wir das gerade im Dow Jones entsprechend gesehen haben. Hier an dieser Stelle, hier haben wir diese Marke. Jetzt muss ich das Ganze mal etwas nach unten schieben, beziehungsweise hier. Also dieser Bereich, den wir hier mit liegen haben, kleinen Augenblick, hier, das hier. Hier an dieser Stelle hatten wir diesen Schub beendet. Dann gab es die Korrektur. Hier hat sich entsprechend der Markt weiter nach unten entwickelt. Und das ist hier in diesem Bereich, das ist auch der das Feld sozusagen, wo wir hier jetzt sehen, der Markt hat hier einen nächsten Widerstandsbereich. Ich färbe das Ganze mal kurz um, dass man das deutlich besser sehen kann. Also nach oben hin haben wir hier definitiv auch wieder die Marke mitlaufen. Wir haben hier unten den Bereich von, naja, ich sag mal über den Daumen, 2700 Punkte hier in diesem Bereich. Das haben wir gestern auch gesehen, der Markt schob drüber, verkauft dann aber auch deutlich wieder ab. Das heißt, das ist schon eine Marke mit gewisser Relevanz, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Und wenn wir uns diesen Markt hier ansehen, dann hat dieser Markt auch das Potenzial hier mit Blick in den Wochenchart, wenn wir uns das mal anschauen, der kann schon noch deutlich tiefer fallen. Ne? Hier oben, das war ja hier die letzte Korrektur nach unten hin im großen Bild, wirklich im großen Bild. Ja, das, was wir hier sehen, ist der Bewegungstrend. Das möchte ich an dieser Stelle mal noch ganz, ganz deutlich sagen. Und das ist der Markt hier nach oben hin. Und der kann ohne Probleme, kann der noch bis hier runter korrigieren in diesem Bereich unten rein, ohne dass wir hier diese gute Aufwärtsdynamik, die wir gehabt haben, auch kaputt machen. Der Markt ist halt sehr, sehr weit gelaufen und oh, das war die falsche Farbe. Und ein sehr, sehr weit gelaufener Markt, der kann halt auch mal sehr, sehr
deutlich korrigieren, ohne das Gesamtbild kaputt zu machen. Und das ist das, was wir hier aktuell sehen. Wir sehen hier in meinen Augen eine sehr, sehr tiefe Korrektur momentan ablaufen auf dem Wochenchart. Die US-Marktdaten sind relativ stabil. Die Wirtschaft entwickelt sich gut. Von der Seite her sehe ich das Ganze momentan nur als Korrektur. Böse wird es halt, wenn wir hier unten runterlaufen, weil dann wird auch der Wochentrend gebrochen. Das kann dann ganz, ganz andere Handelsszenarien vorrufen. Da sprechen wir dann über ganz, ganz andere Dinge. Aber Sie sehen halt auch, wie viel Potenzial der Markt hier runter noch hat. Ne? Wenn wir uns mal den Bereich hier unten anschauen, das ist hier die Marke um die, naja, 2550 Punkte in etwa. Da sind schon noch ein paar Pünktchen nach unten wegzuholen aus der Korrektur und dann kann der Markt rumdrehen. Und so eine Umkehr, die sehen wir dann halt auch relativ gut im Tageschart, wenn der Markt sich dann rausnimmt und hier unten vielleicht einen Boden bildet oder etwas macht, dass wir einen Aufwärtstrend von unten bekommen. Also etwas, das dann prinzipiell eher so ausschaut, dass wir hier ein Stück weit nach oben laufen, dann ein klein wenig Korrektur machen, hier vielleicht, wie man das so schön nennt, ein zweites Bein ausbilden und dann hier entsprechend einen Aufwärtstrend bildet. Das wäre mal wirklich sehr, sehr, sehr interessant, wenn man das sehen würde, weil das wäre dann wirklich ein Umkehrzeichen, dass wir dann sehen, dann können wir jetzt aus der tiefen Korrektur weiter schön raus nach oben treten und haben dann genügend Potenzial, hier den Markt nach oben mit zu traden. In dem Moment wären dann auch wichtige Anlaufpunkte auf dem Weg hier oben zum Allzeithoch. Das wären dann hier die Marken, die wir hier sehen. Also hier dieser Bereich, warten Sie, ich blende es Ihnen gleich ein, hier oben diese Marke. Das wäre also die knapp 2800-Punkte-Marke. Das wäre mal auch ein schöner Anlaufpunkt, den wir hier nach oben sehen können. Also das wäre sehr, sehr interessant. Also von der Seite auch spannend zu sehen, was wir hier auch machen. Momentan allerdings, da sehen wir, das möchte ich Ihnen auch gleich mal noch zeigen, einfach nur einen Markt, der hier im Stundentrend weiter abwärts gerichtet ist. Und wir haben überhaupt kein Anzeichen, dass dieser Trend, den wir hier haben, nach oben hin erst einmal beendet wird. Ne? Null. Da ist wirklich nichts. Wir haben hier alle Korrekturhochs, die wir so schön sehen, als Anlaufpunkte da. Deutliches Zeichen der Entspannung würde ich sehen, wenn wir hier oben drüber laufen. Deswegen lasse ich das jetzt mal in grün. Das wäre Entspannung. Interessant. Und das wäre schön, wenn wir sowas sehen würden. Das wäre ein erstes Anzeichen, dass es hier auch entspannte Lage gibt. Wäre die Situation, wenn wir jetzt an dieser Stelle das Bild bekämen. Also hier ein höheres Tief und dann den Markt entsprechend nach oben schieben. Das wäre extrem interessant von der Seite her zu sehen, weil wir hier entsprechend sehr, sehr entspannt nach oben laufen würden. Das wäre mal ein Zeichen, das wäre dann ein sogenannter untergeordneter Trend und der wäre dann sehr, sehr schön zum Traden geeignet. Das heißt, der Markt könnte hier dann sehr, sehr schön mit nach oben laufen und den Markt hier in die Korrektur reinführen und das wäre dann das Bild, was wir hier im, oh, jetzt muss ich mal kurz etwas aufräumen, was wir dann im Tageschart sehr, sehr schön sehen könnten. Kurzen Augenblick, ich mache mal hier kurz etwas sauber. So. Das hier oben auch raus. Und das wäre dann wirklich das Bild, wo wir hier dann tatsächlich im Tageschart schön den Markt nach oben sehen können. Anlaufpunkte wären dann, wie schon gesagt, hier dieses Level um die 2700 Punkte. Und wenn wir dort wirklich drüber wuppen, dann haben wir das Potenzial, schön auch nach oben zu laufen. Das bleibt hier im US-Markt definitiv auch sehr, sehr spannend. Und damit gehen wir nochmal in den technologielastigen Markt hier in den USA. Das heißt, der Nasdaq 100. Auch hier wieder erst einmal im Tageschart und ich will jetzt nicht sagen, dass es langweilig ist, aber es ist das gleiche Bild. Also ich muss jetzt die Worte sozusagen wiederholen, die ich gerade gesagt habe. Das Bild ist absolut das gleiche, was wir hier entsprechend sehen. Wir sind in einer weiten Bewegung, der Markt ist auch hochvolatil, das sehen wir hier an dieser Stelle. Hier unten haben wir so einen Bereich, wo der Markt nicht wirklich richtig nach unten möchte. Wenn wir uns das Bild hier im Wochenchart mal anschauen, da sehen wir hier auch das Gleiche, was wir gerade gesehen haben. Wir hatten hier Bewegung, wir hatten hier Korrektur und wir haben hier wirklich sehr, sehr schön weit nach oben den Weg gefunden. Das Einzige, was mich hier im Nasdaq so ein bisschen überlegen lässt, ob wir dieses feine Bild hier entsprechend auch sehen, ist hier die Tatsache, dass wir hier leicht oben drüber gelaufen ist. Das heißt, wir hatten hier an dieser Stelle das Hoch bei 7706 Punkten. Hier haben wir das Hoch gehabt bei 7687. Das heißt, wir hatten ein höheres Hoch. Hier ist er unten drunter gelaufen. Das heißt, dieser Schub ist weg, aber wir sehen hier unten drunter schönen Aufwärtstrend. Also das ist ja einfach nur der Bewegungstrend auf Wochenbasis, der hier gebrochen wurde. Und deswegen ist das hier in meinen Augen jetzt nur der Bruch dieses Bewegungstrends, diese Marke hier unten um die, jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier, ich nehme gleich mal diese
Kante hier mit raus. So, schieben wir mal hier hin. Hier unten, dieser Bereich, der ist interessant, weil hier unten, ja, das ist ein starker, starker Support. Und Sie sehen, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Platz. Wir stehen da unten bei 6.300 Punkten. Aktuell steht der Markt bei 6.857. Da ist noch viel, viel Luft als Korrektur. Also auch hier können wir darauf bauen, dass bei der stabilen Wirtschaftslage in den USA, dass hier jetzt erstmal nur eine Korrektur ist, die sich als Abwärtstrend im Tag entsprechend auch darstellt. Und wenn das Ganze dann dort rumdreht, dann haben wir gute Karten, dass der Markt nach oben läuft. Also hier ist jetzt starke Korrektur im Wochenchart angesagt. Und das ist das, was wir hier im Tageschart auch sehen. Der Markt läuft hier sehr, sehr stark und deutlich auch nach unten. Wir sehen ja auch diese massiven Abverkaufskerzen. Das heißt, da geht schon ordentlich Geld um solche Kerzen entsprechend auch zu erzeugen. Und das ist mal das, was wir hier entsprechend in diesem Markt auch mit sehen und wo das Potenzial nach unten als Korrektur natürlich auch noch da ist. Hier, das haben wir gestern hier unten. Wir gehen mal ganz kurz drauf hier. Diesen Bereich haben wir hier abgeräumt. Da will der Markt jetzt momentan nicht so richtig runter. Das sehen wir hier auch im Stundentrend. Der Stundentrend ist hier in der Situation, dass er immer noch abwärts gerichtet ist. Also auch hier sehr, sehr schön Bewegungen, Korrekturen im Abwärtsbereich da. Hier auch tiefe Korrektur gehabt, dann schön umgedreht. Und jetzt kommt es halt hier unten drauf an. Bildet sich hier so ein Doppelmuster, wie ich gerade auch im S&P 500 auch angezeigt habe. Das wäre eine Indikation, dass der Markt hochläuft. Entspannung in der Stunde gibt es dann, wenn wir hier drüber laufen. Und dann im Tag würde es die Entspannung geben, wenn wir wirklich hier oben diesen Abwärtstrend entsprechend rausnehmen. Also hier untergeordneter Aufwärtstrend in Bildung und dann den übergeordneten Abwärtstrend in der Stunde rauszunehmen. Das wäre ein Zeichen. Jetzt könnte mal eine etwas weiterlaufende Korrektur auf Tagesbasis kommen. Da müssen wir aber einfach mal ein bisschen geduldig sein und abwarten, was der Markt entsprechend hier macht und nicht einfach sagen, okay, jetzt haben wir hier einmal einen Aufwärtstag gehabt, da müssen wir jetzt alle long gehen. Nein, das war einfach nur eine tiefe Korrektur, die wir gesehen haben und die hat uns der Markt dann ja auch direkt wieder nach unten entsprechend mitgegeben. Also das mal hier zu den großen weltweiten Indizes, die wir hier an dieser Stelle sehen und damit würde ich sagen, machen wir hier mit der Wochenvorschau über die großen oder mit dem großen Chartausblick an dieser Stelle auch das Ende für den Chartausblick und begeben uns damit ja in den Part, dass wir mal das Beachbook uns anschauen. Auch hier mache ich wie jede Woche auch den Break vom Technischen her, das heißt das Seminar oder das Webinar mit der Tagesvorschau und der Wochenvorschau, das ist einzeln und das Beachbook können Sie sich dann im Nachgang auch immer nochmal separat auch anschauen. Ich bin mal kurz still, trinke einen Schluck Wasser, stoppe hier die Aufnahme